Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Eco. Hi. Hi. Das war meine wunderschönste Anmoderationsstimme. Ja, es klang sehr lieblich, Chi. Schon, ne? Ja, ja. Mir wurde ein bisschen warm ums Herz. Das ist toll. Wolltest du nicht eigentlich aufs Klo gehen? Stimmt, ja. Ja, gut, es ist zu spät. Fällt mir so gerade ein. Ich könnte jetzt wieder was völlig Unangebrachtes sagen. Du lässt es laufen oder sowas? Nee, ich ziehe die zwei Aufnahmen jetzt noch durch, damit ich ganz in Ruhe kacken gehen kann. Frauen machen sowas nicht. Natürlich nicht. Kopfkino! Ich will mir Chi nicht auf dem Klo beim Kacken vorstellen. Ich bin sehr reizend. Ich glaube, ich komme nicht hin mit meinen Rampen. Da beiß ich auf Granit. Oh, brauchst du noch welche? Ich komme sofort. Nee, von der Länge her. Wobei, nee. Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Okay. Brauchst du keine mehr? Doch schon noch, aber... Oh, ich komme sofort. Ich bin jetzt nicht gerade irgendwie hin und... Ich laufe jetzt nicht gerade hin und her auf der Straße. Natürlich nicht. Weil die sind wahrscheinlich wieder too heavy. Der Karren ist weg. Da oben. Ja, der steht bei mir. Inventory ist too heavy. Ja, das denke ich mir, weil ich lauter Erde reingeballert habe jetzt. Warte, ich pack da mal 10 raus. Ich konnte 3 Dirt Rams reinpacken. Ja, Moment. Ich platziere ja schon. Guck mal, dass Discord gerade fast ein komplettes Lachen geschluckt hat. Hoppala. Da hing ich kurz fest. So. Das nehme ich jetzt auch wieder mit. So eine Sau. Bitte? Ich habe nicht mit dir gesprochen. Achso. Das ist ja doch gerade, ich habe dich Sau genannt. Ich kann mir bei dir alles vorstellen, Chi. Kann ich jetzt nicht verneinen. Der Cotton ist schon wieder irgendwie am Hakeln bei dir zu Hause. Wahrscheinlich, weil du das Lager weggenommen hast oder sowas. Ich weiß es nicht. Normalerweise müsst ihr dann trotzdem, weil das Lager steht... Ja, ich hab's einfach in ein anderes Lager gepackt. Naja, ich muss die Sachen ja anschließen, deswegen... Achso, ja, dann doch, das kann dann sein. Ich schau gleich mal, damit das da irgendwie mal durchläuft. So viel Erde. Schlimm, ne? So, wie sieht's hier aus? Ja, komm, ich mach den noch voll, dann... 1, 2, 3, okay, eine muss ich noch runter und dann... Kann ich wieder eine Rutsche Rampen hier hinbauen? Rampenrutsche. Rutsch die Rampe runter. Kannst du mir mal die Rampe runterrutschen? Ich finde Schuhe aufblasen lustiger. Schuhe aufblasen? Kannst du mir mal einen Schuh aufblasen? Okay, was soll da jetzt lustig sein? Ist lustig, die Vorstellung. Oh, okay. Gut. Ich gehe gleich in den Keller, dann lache ich, okay? Tu es bitte nicht. Oh, immer dieses eine Kackloch, wo ich immer reinfall. Fast. Wenn ich nicht aufpasse. Klemmt noch einer zwischen. Schon sagen. Geht mir das auf die Eier. Holali, holala, holaro. Übst du schon mal für den Urlaub? Ja. Ich jode schon mal. Chicken Attack. Gott. Kennst du Chicken Attack? Es ist toll.
Weh. Steine. Ah, oh, verdammt. Ist das Chicken Attack oder nicht? Nein, kenne ich nicht. Ach, kipp mal. Was denn? Deutsches Kulturgut. Ja, so wie Benzin, ne? Ja, oh, stimmt, da war ja was. Du weißt, ich denke da dran, wenn ich Farm Together spiele, ne? Wobei, alleine habe ich da jetzt nicht so die Probleme, muss ich gestehen. Hä, hey, ich habe doch da gerade... Ich muss aber noch mal kurz recherchieren. Boah, der ist denn jetzt hingepackt? Ich muss mich hier mal kurz recherchieren. Mach du mal, alles gut. Ja. Nix, ich habe gerade einen kleinen Triumph gefeiert für mich. Oh, das ist Quatsch. Ich freue mich für dich. Danke. Glaube ich. So, dann muss ich. Okay, ich brauche erstmal wieder ein bisschen Sand. Den Rest fahre ich hier rüber. Oh mein Gott, kennst du? Bestimmt hast du denn nicht. Hast du einen DS? Nein. Ah, okay. Dann vergiss es. Wieso? Ich habe dann nämlich ein DS-Spiel. Das könnte ich mal wieder spielen. Oh mein Gott, das war so schön. Das war sogar so schön, dass ich die Geschichte daraus aufgeschrieben habe mal. Okay. Also alle Dialoge, alles, was man machen muss oder so, habe ich mal niedergeschrieben. Hattest du zu diesem Zeitpunkt sehr viel Langeweile? Ah, da war ich noch sehr klein. Also ja, also du hattest Zeit. Okay. Hm. Ja, es war im Urlaub. Oh, das war so ein schönes Spiel. Aber wie hieß das denn nochmal? Ach du, ich kenne auch noch sehr viele Spiele, die sehr schön sind von früher. Man hat halt so diese... Jetzt nachgucken. Man hat halt diese Nostalgie von an früher noch. Ja. Another code to memories, genau. Gut, sag mir jetzt erstmal nichts, aber... Dadurch, dass ich halt nie ein 3DS hatte. Nee, normalen DS noch. Das war noch normaler DS. Achso, hatte ich aber auch nie. Ich hatte der einzige Handheld, den ich früher hatte, war der Game Boy und der Game Boy Color. Was? Du bist nicht so der Nintendo-Mensch, ne? Ich hatte Super Nintendo und Nintendo 64, aber dann hat es bei mir aufgehört. GameCube hatte ich schon nicht. Mehr. Den hatte ich auch nicht. Ich hatte den N64 und dann halt. Wobei ich immer Mario Kart Double Dash geliebt habe. Das habe ich nie gespielt. Oh, es war so gut. Sagen sehr viele. Ja, also Mario Kart Double Dash, muss ich sagen, war das beste Mario Kart, was ich jemals gespielt habe. Ich kenne nur das Mario Kart vom DS. Das erste. Da 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 dann. Frage ist, wie tief gehe ich runter? Bis auf den Boden. Nein, ein Need Holz zum Reparieren. Du hast kein Holz. Dann hol ihm ein bisschen was rüber. Gut, Schwein. Hab ich kein Holz mehr? Nein. Hey, da ist doch Holz drin. Ja, aber nicht beim Reparaturding. Och, jetzt bin ich umsonst gelaufen. Okay. Also ich habe da noch 16 Holz drin. Das ist, glaube ich, Kaktusholz. Ja, aber das mit dem repariert man vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich
Achso, ich muss. Ja, jetzt geht's. Willst du mich verarschen? Also ich kann gar nichts gemacht haben. Nicht du. Der Reparaturding. Okay. Der sich gleich angegriffen fühlt. Nee, weil hätte ja sein können, dass du mir jetzt unterstellst, dass ich irgendwas angeschlossen hätte. Nee. Was du mir hier unterstellst. Sapralot. Sapralot. Nein. Ich bin no. So. Achso, ja, ich könnte den Karren auch noch weiter wegstellen, damit ich noch weiter laufen muss. Ich könnte jetzt hier... Also... Ja, ich glaube, ich mache jetzt hier mal eine begradigte Fläche. Planierst. Es ist zwar... Ja gut, es ist halt mitten im Berg und ich wette, wir werden trotzdem Ground Pollution bekommen durch die Schlacke, aber es sollte nicht mehr ganz so schlimm ausfallen wie... Nein, Inventory too heavy. Wenn es an der Oberfläche ist. Scheiße. Und davon ganz viel, wa? Ja. Wie war das noch? Du bist hinterher noch richtig fett kacken? Nee, in Ruhe. Ja, das heißt ja nicht, dass du nicht trotzdem fett kacken kannst. Ich dachte, das tun Frauen nicht in deiner Welt. In meiner Welt tun die das nicht, das stimmt. Na, siehst du? Aber will ich auch nicht fett kacken. Das heißt ja nicht, dass du es nicht tust. In deiner Welt. In deiner Welt. In meiner Welt. In meiner Welt tue ich alles. Oh, ich bin jetzt Level 40. Z. Was auch immer das ich bedeuten mag. 57. Warum bist du eigentlich so viel weiter als ich? Hab absolut keine Ahnung. Also no shit, ich weiß es nicht. Also im Prinzip ist mir das eh wurscht, aber ich meine, ich weiß ja nicht mal, was das bedeutet, aufzusteigen, aber... Na komm, nimm die Erde. Schluck sie, du Stück. Was? 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 Chi, wir haben ein süßes Let's Play, ja? Sorry. Immer diese unflätigen Bemerkungen. Fick dich. Das zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, was du hast. Oh, ich auch nicht. Unser Let's Play reizend wie immer. Ja. Ja? Oh, was ist das? Ich glaube, da kommt wieder Sandstone. Eine andere Farbe beim Stein abbauen. Krasser Shit. Ja, ey, das ist. Richtig ab. Ich kann mir vorstellen, dass du das bei Minecraft auch toll findest, wenn du immer nur dieselben Erdblöcke oder was auch immer abbaust und auf einmal kommt irgendwas anderes. Egal was, aber es kommt einfach mal was anderes. Das geht bei Minecraft relativ fix. Ja. Ja. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Minecraft gespielt oder gesehen. Aber bald kommt es. Nein. Doch. Nein. Oh, meine Playlist ist leer. Glaub mir. Mach mal an hier. Doch. Nein. Du hast gesagt, ja, wenn die Marke überschritten ist, dann kommst. Ja. Und genau da ist das Problem. Nee. Doch. Nee. Doch. Gee, du vergisst immer, ich mache keinen Qualitätscontent. Ich auch nicht. Das, was ich mache, will niemand sehen. Also, warum zum Teufel sollte das also sich jemals verändern? Du weißt, dass du mehr als dreimal so viele hast wie ich, ne? Ja. Und ich sag mal, die meisten kommen wegen eines bestimmten Videos. Ja. Ist egal, wie, Hauptsache sie kommen. Ich wette, wenn ich dieses... Die meisten sind bei mir aufgekommen von Temtem. Ist das so? Ja. Temtem, Cyberpunk. Gut, Cyberpunk kann ich ja noch verstehen. Das ist halt sehr gehypt gewesen. Aber Temtem wusste ich gar nicht, dass das so... Temtem ist aber auch gut. Könnte ich mal wieder spielen. Ich hab's noch nie angeguckt oder sowas. Also ich weiß immer nur, dass es doch sowas wie Pokémon.
Ja. Aber es macht wirklich Spaß, also. Ich erzähle da keinen Quatsch. Ach, es gibt so viel, was ich gerne wieder spielen würde. Ich würde auch so gerne eigentlich WoW und sowas wieder spielen, aber... Oh ja, aber da warte ich noch drauf, bis mein Freund Zeit hat für sowas. Also, muss ich alleine spielen. An Privatspielen und sowas ist sowieso bei mir gar nicht zu denken, weil dann würde ich zu nichts mehr kommen. Na, schon wieder voll toll. Nee, privat spiele ich auch aktuell. Ja. Ja. Genau. Ah, doch, das, ja, das kenne ich. Mhm. Wobei ich am letzten Sonntag, also vorgestern, tatsächlich es gewagt habe, Minecraft zu spielen, außerhalb des Streams. Krass, ne? Ich bin sprachlos, Chi. Mhm. Was fällt dir ein? Ja, ich weiß schon. Es ist aber gut, dass die Folge erst etwas später rauskommt. Ansonsten würde es brennen. Aber es war ja auch auf meinem Stream-Ding, nicht auf meinem Let's Play-Speicherplatz. Den würde ich niemals privat anfassen. Hm? Never ever. No? Nee. Der ist nur Let's Play. Oh, er ist fertig hier? Das geht ja mal gar nicht. Nee, also komm, dann müssen wir hier mal direkt... Ah. Nein, lass doch den scheiß Ficklehm da drin. Keiner braucht Ficklehm. Mit Arsch und Zwirn. Beiß mich nicht. Ich habe in der heutigen Aufnahmesession schon mehr als die Hälfte meiner 50 Salate gegessen. Ich nicht, ich habe nur ein paar gegessen. So, Herstellung. Soll ich nochmal wieder ein paar Steinstraßen anstellen? 20 vielleicht schon mal. Da, 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 da. Upsala. Ich habe tatsächlich doch ein bisschen das Problem, dass mir der Lagerplatz hier ausgeht im Moment. Fühle ich. Also, aber diesmal mit Sachen, die ich wirklich gebrauchen kann. Das fühle ich nicht. So, hier ist noch wieder einiges an Sand drin. Ich tausche mal eben wieder. Ich muss mir unbedingt... Scheiße. Scheiße musst du? Okay. Ja. Scheiß musst du! Ich muss mir nächstes Jahr unbedingt ein Dirndl kaufen. Neues. Apropos, ich habe gehört, dass die Stadt München sich den Namen Oktoberfest gesichert hat. Ja. Also die Stadt München hat jetzt alleinige Rechte an dem Namen Oktoberfest. Hatten sie das nicht schon immer? Weiß ich nicht. Ist mir jetzt nicht so, I don't know. Ist mir jetzt nicht so bekannt gewesen, aber... Fällt mir gerade ein, wo wir beim Thema Dirndl sind. Mir ist wieder irgendwas am Bling. Ich habe jetzt mich aber nicht um ein Ding vertan, oder? Nee. Okay. Ah! Ich habe meine Rampen fast fertig. Sau. Ey. Brauchst du noch Rampen? 2 Stück noch, ja. Ich weiß, das ist krass viel, ne? Mit so viel hast du jetzt nicht gerechnet. Du. Doch, das ist doch um 1 schief. Achso, die ist nur 3 breit. Nee, die ist doch 4. No! Wir haben. Oh no. Hm? Ich bin am Pfosten. Ich hab
Oh nein. Oh, Moment, warte mal. Ja. Hast du dich um... Ja. ...eins verbaut? Hast bei du nicht dieser Fickbaum da steht. G? Ja. Hast du nicht mal gesagt, du hast ein Bauingenieurstudium angefangen? Ja, das ist, weil ich nur angefangen habe. Ich wollte es jetzt nicht aussprechen, aber... Und Straßenbau war nie mein liebstes Fach. Ah. Actually war Straßenbau scheiße. Auch die RSTO ist doch schön. Geh wieder. Bleib weg. Richtlinien für den Straßenoberbau finde ich super. So eine schöne Schottertragschicht. Straßenbau ist scheiße. So. Warum hebe ich hier gerade Granit auf, wenn ich nicht mehr den Wagen hier habe? Ich bin so doof. Also ich will ja nur sagen, Chi, ne? Also bei der Straße, die ich hier gebaut habe, da kannst du davon ausgehen. Da ist eine schöne, schöne Tragschicht, Frostschutzschicht, Verformungsmodule ausgerechnet, alles tippitoppi. Weißt du, wie lange es her ist, dass ich das hatte? Ich weiß nichts mehr davon. Merkst du was? Hä? Merkst du was? Ja, das ist echt lange her, dass ich ein Bauingenieur gemacht habe. So. Weiter geht's. Ja, gut, ich kann ihn nicht aufheben. Ich hab's verstanden, Spiel. Oh, diese Klumpen einfach. Können die nicht direkt in ihre Einzelteile zerfallen? Wäre mir lieber. Wo fehlt hier, glaube ich, wieder ein Stein? Da oben natürlich. Wenn du eine ungerade Anzahl an Steinen auf der Hand hast, dann weißt du, du hast irgendwo einen vergessen. Okay. Ja, gut, dann, ne? Ja, das ist schon... Nehmen wir den Scheiß halt wieder auf. Ja, und wie löst du jetzt deine Problembaustelle dort, deinen Berliner Flughafen? Ich schieb das alles eins nach links. Mhm. Und das geht so ohne weiteres? Ja. Musst du da nicht wieder voll viel ausheben? Nee. Muss wieder voll viel hinklatschen. Too heavy! Fick dich! Inventory too heavy! Ah ja, geh mal hier hin und geh mal hier hin. Ich habe dir gerade eine Straßenblockade gebaut, aber das ist mir gerade Latte. Ach du, ich glaube, ich kann es dir verzeihen. So. Bleibt noch nichts anderes übrig. Hast du dir zu verzeihen? Ja. So. Nein, keine Build Road. Ich muss da auffüllen. Das heißt, die schiebe ich den Scheiß von A nach B. Wir sind ja richtig produktiv heute wieder, was? Das ist krasser Scheiß, ey. Nein! Oh, dieses Spiel mit so einem scheiß Fick zweimal klicken, ey. Ja, ich fühle das. Das war mein Wort zum Dienstag. Oh, das geht viel besser. So. Aber warum wolltest du dir jetzt eigentlich einen Dirndl kaufen? Wegen dem Oktoberfest? Nee.
mag das Oktoberfest nicht. Weil mein altes mir zu klein ist. Ich meine, dass man natürlich als gute bayerische Landsfrau einen Dirndl hat, ist wahrscheinlich das Inventar, aber... Na, sag das nicht. Ich kenne viele, die keins haben und hier aufgewachsen sind. Okay. Was ich nicht verstehen kann, weil Dirndl sind echt hübsch. Aber warum willst du dann einen Dirndl haben? Ja, weil mein anderes mir zu klein ist. Ja, aber trägst du ihn regelmäßig oder... Ja, schon. Aber wozu... Aber wozu trägt man denn einen Dirndl zu einer Feier? Ja. Okay. Also, zu Volksfesten. Ich dachte, du magst sowas wie ein Volksfest nicht. Ich mag's Oktoberfest nicht. Ach so. Das ist was anderes als ein Volksfest. Ach so. Weil Oktoberfest ist einfach nur... Sack viele Betrunkene. Ja. Ja. Deswegen... Warum? Ach nee, der schläft. Okay. Also ich war noch nie auf dem Oktoberfest, muss ich sagen. Und ich hab's auch nicht vor, weil es interessiert mich halt auch einfach null. Ich war 2 oder 3 Mal. Und ich bekomme... Und es war in einem Jahr, wo ich so oft dort war. Und seither bekomme ich es immer nur dann mit, dass Oktoberfest ist, weil die Betrunkenen im Zug sitzen. Ja. Dies ist natürlich sehr ärgerlich. Ja. Und es ist nicht geil, wenn der Zug in der Früh um 8 nach Bier und Kotze stinkt. Obwohl? Nein, natürlich nicht. Nein. Nein. Die Menschen, die das mögen, sind komisch. Vor allem bin ich letzten Freitag, weil jetzt hat das Oktoberfest findet ja dieses Jahr nicht statt. Aber die ganzen Bierwirte, Wirtshäuser, Hofbräuhäuser, wie auch immer, machen eine extrige Wiesen quasi. Und okay. Ich bin am Freitag heimgefahren und hatte dann auf einmal so hinter mir dieses wunderbare Geräusch von einem kotzenden Menschen und dann das Platschen, wie der ganze Inhalt, den er rausgereiert hat, auf den Tisch vor ihm geknallt ist. Oh. Im Zug. Rate, wer aufgestanden ist und sich einen neuen Sitzplatz gesucht hat. Der Typ, der gekotzt hat? Ja. Genau. Also ich würde da nicht sitzen bleiben, wenn ich denn gekotzt hätte. Boah, ich glaube, das war ihm schon wurscht. Boah. Ja, genau, das war meine wundervolle Heimfahrt-Experience. Das war aber nicht meine einzige Heimfahrt-Experience, weil ich bin in die U-Bahn eingestiegen. Ja. Und Dirndl hat ja einen ganz wunderschönen Vorteil zu allen anderen Kleidungsstücken. Man hat Möpse. Ne, die hast du grundsätzlich immer, aber... ja, die aber da kommen sie extrem raus. Ein Dirndl betont sie, ja. Mhm. Ja. Dementsprechend bin ich in der U-Bahn gesessen. Ein Typ ist eingestiegen und hat sich in die Vierersitzbank vor mich gesetzt. Ja. Sich zu mir umgedreht und mich die komplette Fahrt über lang angestarrt. Ja. Das ist ein bisschen creepy. Nachts um 11:30 alleine in der U-Bahn. Ja. Kann ich verstehen. Hab mich dezent unwohl gefühlt. Und hat er dir wenigstens in die Augen gesehen? Nee, ich hab ihn nicht. Also, ich hab einmal kurz zu ihm geguckt, als er sich hingesetzt hat, und dann habe ich es tunlichst vermieden, ihn anzugucken. Kennst du das? Kennst du das Spiel Ride with Strangers? Ja. Und vor allem dann war die U-Bahn-Fahrt vorbei. Und dann musste ich ja in meinen Zug steigen. Und die ersten, die in mein Abteil gekommen sind, haben den schönen. Das heißt, wie ging der? Boah, Digga, die ist voll Hurensohn. Was will die? Ich komme der mit einem Messer. Ja, das war.
Ist der exakte Wortlaut. Ganz, ganz normale deutsche Konversation heutzutage. Und dann wollte ich auch nicht mehr in diesem Zug sitzen. Und dann war ich doch, hey, und dann war ich doch relativ froh, dass der Typ hinter mir gekotzt hat. Ja, dann konnte ich das Abteil wechseln und musste nicht an denen vorbei. Ja, es gibt schon sehr viele merkwürdige Menschen auf jeden Fall. Vor allem denen du nicht nachts um 12 im Zug begegnen möchtest. Alleine. Als weibliches Wesen. Ja, vor allem als weibliches Wesen, ne? Das, ja. Wie gesagt, ich kann es absolut verstehen. Weißt du, was ich aber hingegen nicht verstehen kann, Chi? Mhm. Dass die Folge schon wieder rum ist. Ich wusste, dass das kommt. Ja. Warte, okay. Weil du es wusstest, repariere ich nochmal meine Spitzhacke. Wow. So. Ich weiß gar nicht, woher er die ganzen Steine immer holt. Ich tue immer die Spitzhacke rein, drücke auf Reparieren, irgendwie hat er immer noch Steine. Keine Ahnung, wo die herkommen. Von mir nicht. Ja, von mir auch nicht. Ja, ich gucke nächste Folge mal, was du da Schönes fabrizierst, Chi. Das ist in Ordnung. Mhm. Bei der Mine hast du noch gar nicht geguckt. Ich weiß, weil mir dann die Straße dazwischen kam. Aha. Ja, dann... Deswegen gucke ich, wenn die Straße fertig ist. Okay. Dann ja. Freue ich mich auf die nächste Folge, liebe Chi. Ich mich auch. Bis dann. Bye, bye.